Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin heute in der Ortsfeuerwehr Langendamm. Das gehört zu der Stadt Nienburg-Weser. Und wir werden heute das Thema Feuerwehrkrebs anfangen anzuschneiden. Das heißt Dekontaminationsverschleppung. Das Thema ist sehr wichtig, nimmt das bitte ernst. Das ist also jetzt was für die Führungskräfte und auch für jeden Feuerwehrmann, worauf man achten sollte, auch nach dem Einsatz, um euch länger gesund dabei zu halten. Okay? Alles klar, los geht's. So, die Ortsfeuerwehr Langendamm. Sehr aktive Truppe, auch super kameradschaftlich. Ich kenne die noch von der Brandcontainerausbildung, hatte ich schon ein paar kennengelernt. Wirklich spaßige Truppe, fühle mich hier jetzt schon wohl. Und die Langendammer Kameraden stehen hier, drei von denen, drei von 55, die heute mal spontan, das ist Michael, jo. Das ist hier der Ortsmeister, Kollege. Du leitest hier die Truppe in genau. Langendamm. Richtig. Und 55 aktive, das stimmt, ne? Ja. Okay. Wir wollen heute ein Thema machen und zwar, wie gesagt, Dekontaminationsverschleppung, Thema Feuerwehrkrebs. Sehr unangenehmes Thema eigentlich, aber man muss sich trotzdem damit befassen. Ihr seid schon viel weiter als wir jetzt persönlich, was ihr so macht. Und ja, erzähl mal ganz kurz, du bist schon wie lange in der Feuerwehr? Ich bin schon immer in der Feuerwehr. Ich habe mit 10 angefangen in der Jugendfeuerwehr, bin dann mit 16 gewechselt zur aktiven Feuerwehr und seit anderthalb Jahren hier Ortsbaumeister. Ach, noch relativ frisch sogar, ne? Genau. Schön. Okay, also siehst du, lange Feuerwehrkarriere. Ja, die beiden Kameraden, die ihr noch rechts daneben stehen, kurz vorstellen. Das ist Sven. Genau. Und das ist Sascha. Genau. Und wir brauchen heute nur so wenig, weil es geht eigentlich nur darum, wie man sich nach dem Einsatz verhalten sollte, wie ihr es macht, wie man es machen kann. Es machen Leute unterschiedlich. Wir waren letztens auch in der Feuerwehr in Hannover, Gotzhorn, Langenhagen ist das. Die machen das noch wieder anders, aber ich denke mal, jeder sollte für sich den besten Weg finden, wie man das macht, sodass man immer einsatzbereit und gesund bleibt vor allem. Ne? Darum geht's. Also wir hatten gerade auch schon mal drüber gesprochen, auch mit Sascha. Es fängt eigentlich schon am Kopf an, da hat er recht. Also die Führungskräfte, ich selber auch, muss man in der eigene Nase fassen, sind eigentlich schon dafür verantwortlich, dass das klappt in der Wehr. Ja, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, hatten wir gerade drüber gesprochen. Und wir wollen jetzt einmal mal zeigen, wie man sich darum kümmern kann und wie man vielleicht die Leute darauf hinweisen kann, geh mal so noch nicht ins Fahrzeug, ne? Machen wir uns erstmal sauber. Okay, schauen wir uns das mal an, würde ich mal sagen, was wieder. Ja. Okay, super, bin ich ganz gespannt. Los geht's. Also wir stellen uns jetzt vor, der Einsatz ist beendet. Wir haben einen PA-Trupp im Innenangriff gehabt und er hat jetzt Staub oder kontaminierten Schmutz auf der Kleidung. Das ist ganz normal im Einsatzfall. Michael wollte das kurz mal simulieren, die Idee fand ich gut. Walte mal deines Amtes. Wir tun das mal so, als ob das... Damit ihr es gut sehen könnt halt, ne? Die Idee konnte... Die letztendlich giftigen, also ungesunden Stäube auf alle Fälle, was so eine Einsatzkleidung ist. Ist ganz schön, dass man hier so weiß sieht, weil das ist genau das Zeug, was ihr normalerweise nicht seht, mit in euch eine Gruppenkabine reinsetzt, mit ins Gerät ausschleppt. Manche nehmen sogar die Klamotten noch mit nach Hause. Oder das reicht, wenn ich mir das anfasse und gehe so nach Hause. Da finde ich es ganz gut, dass das gerade Michis Idee mit dem Mehl, dass man mal sieht, was man so drauf hat. Damit ihr es euch bildlich besser vorstellen könnt. Okay, das heißt, was macht ihr jetzt nach dem Einsatz? Also, bevor ihr aufs Fahrzeug geht, ne? Der Einsatz beendet, was macht ihr jetzt? Dekontaminieren, das heißt, ja. Was ist das für ein Fachgerät? Das ist ein ganz normaler Handpfleger. Ach, wichtig auch, was ich gerade sehe, er hat natürlich auch ein Filtergerät gerade dabei. Oder wenn er noch einen Presshofatmer hätte, würde er den auflassen, damit er selber das, was er jetzt gleich runterlöst, nicht einatmen muss. Ne? Klar. Genau. Eigenschutz, okay? Dann fixen wir jetzt ab. Du bist jetzt hier der flotte Feger quasi. Ja. Oh, sieht man schon mal, was sowas Banales schon bringt, ne? Also das alleine bringt schon viel, finde ich, ne? Auch gerade, wo er unten war, auch Stiefel, sowas, extrem wichtig. Also ich kenne das auch selber von Einsätzen, dass wir die Stiefel eigentlich vor Ort nie sauber machen, erst im Gerätehaus, ne? Aber warum nicht am Einsatz, auch wenn man es kann? Lass ruhig noch mal ein bisschen drauf, ich möchte gerne mal sehen. Also wir verzichten jetzt mal hier aufs Fegen, damit wir sehen, was das andere Ding gleich bringt, okay? Gut.
Also abgefegt als erstes, merken. So und dann? Jetzt würden wir hier dieses schöne... Kontamination. Moment, das stellen wir jetzt mal richtig vor. Ich habe gerade eine gute Idee. Ja. Moment. Das machen wir jetzt mal ein bisschen verkaufsmäßig. Was haben wir hier für ein schönes Gerät? Das ist das Dekonpack. Das Dekonpack, genau. Danke, Sarah. Nur mal, ihr habt nicht gesehen. So, Dekonpack. Das heißt, was braucht man dazu? Wasser. Ihr habt ein Tanklöschfahrzeug. Schon mal erste Voraussetzung. Ein bisschen Wasser dabei mit Druck. Und dieses Dekonpack. Das ist ja leicht. Ich dachte, das wäre ein schwerer Koffer, aber ist ja echt leicht. Und es läuft Wasser. Ah! Ich weiß jetzt auch, wie man das bedient, indem man hier am Griff dreht. Ah! Jetzt habe ich ihn lassen. Okay, Dekonpack. Aber es ist wirklich leicht. Das sage ich jetzt lieber so nochmal. Okay? Wiegt fast nichts. Und man kann hier direkt das Mittel reinfüllen. Ist wie so ein Zumischer halt. Und man kann auch die Zumischrate hier noch einstellen, sehe ich gerade. Ich lasse es mal. Das zeigt uns jetzt gleich Sven, wie es richtig geht, ne? Oder? Okay, bin ich mal gespannt. Das ist nochmal interessant. Dieser Schlauch hat eine spezielle Form, also vorne die Düse. Die ist so ein bisschen abgeschrägt. Seht ihr das? Und ja, warum? Damit wir natürlich gezielter abspritzen können, denke ich mal. Ne? Ich bin gespannt, was hier gleich rauskommt, okay? So, Sven macht weiter. Also man sieht jetzt auch, da ist auch eine Art Reinigungsmittel, was dazu gemischt wird. Und letztendlich, was man abspült, ist genau das, was man auch im Einsatzfall sonst so und so überall hat. Ne? Wenn es hier gebrannt hat, ob die Asche jetzt im Haus liegt oder auf dem Vorderhof. Darf ich mal ganz kurz was gucken? Ja, na klar. Mhm, super. Aber ist das voll auf schon? Wie viel Bar waren das denn? Nee, wenn du voll aufdrehst, ist es zu doll. Zu doll? Ist zu doll? Oder das geht noch, ne? Vielleicht die Zumischrate ein bisschen weniger oder sowas? Also, man sieht, er ist jetzt ganz dünn benetzt mit einem Reinigungsmittel. Das reicht jetzt auch. Man muss jetzt nicht immer noch mehr Reinigungsmittel raufhauen, sondern wenn er jetzt benetzt ist komplett, will man jetzt nur noch abspülen. Das kann man hier nämlich umschalten. Schauen wir mal ganz kurz. Also hier war die Zumischrate schon auf 0,1%. Das reicht. Und wenn ich jetzt hier auf Spülen stelle, der rote Punkt markiert die Stelle, dann sollte jetzt nur noch Wasser kommen. Okay, das schauen wir uns mal an. Und was auch interessant ist, man braucht jetzt nicht ohne Ende Druck. Ne? Also es muss die Pumpe nicht angemacht werden, es reicht das, was so kommt. Natürlich macht man das auch von oben nach unten, wie gemacht hat. Die oben ist schon so gut wie alles weg. Ne? Und wie beim Autowaschen zu Hause auch, man macht es immer von oben nach unten. Genial, ne? Also ich muss sagen, vom Mehl sehe ich jetzt hier nichts mehr. Das ersetzt aber natürlich nicht die Wäsche, ne? Es geht jetzt nur darum, dass man jetzt mit dem kontaminierten Zeug, was in der Kleidung sonst drin sitzt, in den ganzen Stoff, dass das halt nicht jetzt irgendwo unkontrolliert hinkommt, ne? Das bleibt an der Einsatzstelle, wo es auch herkam. Das nehmen wir nicht mit, okay? So, das heißt aber gereinigt werden muss es dann trotzdem noch. Und wie war's? Feucht. Feucht. Na gut, die Kleidung schützt aber gegen Nässe, ist klar, nicht so ganz so schlimm. Aber wie gesagt, nee, super. Auf alle Fälle eine Variante, um, wie gesagt, den Kram loszuwerden. Ne? Und letztendlich euch und alle, die mit euch zu tun haben, Kameraden, Familie, zu schützen. Ne? Super Ding. Also vor allem, ich dachte, das ist ein richtig schwerer Koffer, aber da muss ich sagen, das ist echt gut.
einzige Falle, ne, muss ich sagen. Ich habe selber gemerkt, wenn man hier anfasst an Griff, da dreht man auch auf. Das war, ja. Ist das TLF, aber ich fand das auch witzig und das finde ich eine gute Idee auch an euch. Das sind so die Kleinigkeiten, die immer die anderen Leute anders machen, aber manchmal auch besser. Also, Michael, den Spruch finde ich auch ganz gut. Auf meinem anderen Fahrzeug habt ihr einen anderen Spruch, den können wir nachher auch nochmal gucken. Kommt gleich noch. Und hier die Internetadresse, klar, ne? Die, man sucht Nachwuchs, man ist aktiv. Ich muss Michael nochmal ganz kurz mal zu mir holen, ich habe nochmal eine Frage. Und zwar, Michael, habt ihr Jugendfeuerwehr, sagst du? Genau. Wir haben eine Jugendfeuerwehr, eine Kinderfeuerwehr und einen Kinder- und Jugendspielmannzug. Alter. Einen ehemaligen Spielmannzug. Okay. Genau. Ja. Das heißt, die jugendlichen Kinder machen Musik hier schon bei euch für die Feuerwehr? Richtig. Ach, das ist ja cool. Genau, halt um, um den Nachwuchs sicherzustellen. Okay. In der Kinderfeuerwehr haben wir 15 Mitglieder und in der Jugendfeuerwehr haben wir 10 Mitglieder. Ja, okay. Also richtig Wettkampf, für den Wettkampf reicht das noch. Ja, genau. Aber Jungfeuerwehr, da ist noch ein bisschen Platz nach Raum nach oben, sage ich mal. Raum nach oben. Ja, würde ich sagen, einfach wenn ihr Jugendliche seid aus Langendamm oder Kinder, ne, das geht ab von 6 bis 12 maximal, kann man in die Kinderfeuerwehr und ab 10 bis 18 kann man in die Jungfeuerwehr. Also in Langendamm würde ich nur empfehlen, die Truppe ist lustig, auch gut geführt, sympathisch geführt. Den kenne ich schon ein bisschen so von manchen Telefonaten und so von unseren von meinen privaten Feuerwehrbeschaffungen hier in der Nähe. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen. Firma Thürnau. nein, das geht auch Feuerwehrbedarf an. Da ist er auch Fachberater. So, und also Kinder und Jugendliche einfach herkommen. Ne? Wie ich mal sagen. So mal die Einladung aussprechen, jetzt Langendamm. Kurz mal informieren. Okay, danke dir. Sarah, komm her, du musst jetzt mal davor, jetzt willst du dich mal so ein bisschen zeigen, das Dekon-Pack oder sowas? Also wenn, dann zeigen wir es auch richtig. Das ist das Dekon-Pack. Und was willst du jetzt von mir? Ja, dass du so guckst. Die Telefonnummer, mein Gott. Du musst jetzt, Sarah, mach doch mal so mit der Hand so. Dekon-Pack. Dekon-Pack. Ja, genau. Was haben wir hier für ein schönes Gerät? Das ist das Dekon-Pack. Das Dekon-Pack, genau. Danke, Sarah. Ich hab's nicht gesehen. So.